Hallo aus dem Haus der Jugend. Momentan könnt ihr eure Freundin oder euren Freund nicht sehen und deswegen zeigen wir euch heute, wie man Freundschaftsbänder machen kann, die ihr zum Beispiel verschenken könnt. Dafür braucht ihr eine Schere, eine Sicherheitsnadel und 4 verschiedene Farben Bänder. Ihr schneidet die Bänder mit den 4 Farben in einer Länge von 1,80 Meter zu. Legt dieses doppelt. Macht hier oben eine Schlaufe mit Hilfe eines Knotens. Nun könnt ihr mit einer Sicherheitsnadel das hier durchziehen und irgendwo festmachen, zum Beispiel an der Couch, an der Jeans oder wie hier einfach an einem Stück Stoff. Ich habe mir nun die Bänder nach Farben sortiert hingelegt. Man beginnt immer links. Nehmt die Bänder in beide Hände. Legt eine 4, zieht es durch die Schlaufen durch, haltet mit links gut fest, sodass ihr mit rechts den Knoten nach oben ziehen könnt. Und noch einmal, man macht immer 2 Knoten, eine 4 durch die Schlaufe durch und nach oben ziehen. Das Band von der linken Hand legt ihr nun hin und nehmt euch die nächste Farbe. Auch hier formt ihr eine 4. Zieht es durch die Schlaufe durch, mit links gut festhalten und nach oben ziehen. Und noch einmal, man macht immer 2 Knoten, eine 4 formen, durch die Schlaufe durch und nach oben. Dabei ist es wichtig, dass man mit links immer gut festhält. Man legt es wieder hin und nimmt sich mit der linken Hand das nächste Band. Nun beginnen wir mit der nächsten Farbe. Wenn es hier oben ein bisschen am Anfang lustig aussieht, das wird sich mit der Zeit geben. Wir beginnen wieder mit der Weiß und zwar immer links. In beide Hände nehmen, die 4 Formen mit links gut festhalten und nach oben ziehen. 1. Letzter Faden für diese Reihe. Einmal, zweimal. Und wie ihr wisst, beginnt ihr jetzt wieder links mit der nächsten Farbe. Ich habe nun hier weiter geknotet. Man sieht hier oben, dass ein schönes Muster entstanden ist. Und ich zeige euch nun, wie der Schluss funktioniert. Beim Schluss teilt ihr das Ganze in die Hälfte und dann in 3 Stränge. Ein Einzel, ein Doppelt und ein Einzel. Und hier flechtet ihr das Ganze. Ich habe es jetzt nun an beiden Strängen bis unten geflochten und einen Knoten reingemacht. Nun zeige ich euch noch, wie ihr das am Handgelenk befestigen könnt. Und zwar müsst ihr nur einen Strang durch diese Schlaufe durchziehen und könnt ganz bequem hier unten einen Knoten reinmachen. So könnt ihr es auch am Schluss wieder aufmachen. Viel Spaß damit!